Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Nicht wundern, im Hintergrund ist das Baby, das mit einer Plastiktüte spielt. Das muss auch beschäftigt werden. Aber heute zeige ich mal, wie man ein einfaches, simples Mischbrot backt, ohne irgendwelche Konservierungsstoffe. Also künstlichen. So, dann schaut euch das mal an. So, ihr könnt backen, wo ihr wollt. Nur der Ofen muss in der Küche stehen. Ich mache das zum Beispiel gerade im Kinderzimmer oder im, naja, wie man Kinderzimmer nennen kann, dadurch, dass es so viele Windeln stehen. Ganz einfach, damit das Kind auch in der Nähe ist, denn die Mutter, die macht gerade ihren Mittagsschlaf. Ich habe hier Weizenmehl und wie man jetzt sieht, Typ 405 und einmal Roggenmehl. Also ein ganz normales Mischbrot. Hier bei dem Mixer ist es wichtig, dass ein Knethaken dabei ist. Da auch Roggenmehl drin sind, mag ich es gerne mit Körnern und so weiter. Und Zucker zeige ich euch gleich. Und da machen wir gleich mal die Mischung. Also als erstes, was ihr generell braucht, ist eine Rührschüssel. Den Mixer habe ich schon gezeigt. Mit den Stäben, den zugehörigen. Eine funktionierende Küchenwaage, etwas Hefe, Mehl, ich mache noch ein kleines bisschen Zucker mal rein, inklusive, ja, Körner. So, was ihr für ein normales Brot braucht, 500 Gramm Mehl, 500 Milliliter Wasser und einen halben Würfel Hefe. So, schneide ich schon mal ab hier. So, ist das schon mal weg. Den könnt ihr gleich reinwerfen hier in die Schüssel. Und dann geht es jetzt hier los. Ihr solltet allerdings erstmal angefangene Mehlpackung zu Ende bringen. Und dann können wir mal schauen hier. So, zwei. Ich mache jetzt so ein Mischbrot, Weizenmehl und Roggenmehl, Brot. So. Na komm. Perfekt. 3 Gramm zu wenig, ist aber egal. Dann kommt jetzt das Roggenmehl. Da muss auch noch einiges rein. Oh, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Ein bisschen zu viel, ist aber kein Problem. Denn das Roggenmehl, das hier zu viel ist, nimmt aber mit dem Löffel wieder raus. Gut. Perfekt. Ich mache mehrere Brote, deswegen kommt es einmal mal in die nächste Form rein. Dann macht ihr jetzt quasi auf 500 Gramm Mehl, 500 Milliliter Wasser. So, ihr habt jetzt Mehl reingemacht. Bei Belieben noch ein paar Körner, Sonnenblumenkerne und so weiter. Wenn ihr es möchtet, ich mache noch einen kleinen Esslöffel Zucker rein für den Geschmack. Und es macht auch ein bisschen natürliche Haltbarkeit. Ihr könnt weißen Zucker nehmen, besser als brauner Zucker. Ich hatte gerade noch weißen Zucker da. Auf 500 Gramm Mehl einen halben Würfel Hefe. Gib die einfach 500 Milliliter Wasser. Ich gebe bei dem Wasser 250 Milliliter, ja, 250 Milliliter Wasser mit Kohlensäure und die andere Hälfte ohne Kohlensäure. Ganz einfach, damit es dann quasi aufgeht. So, ihr seht ja schon den Mixer in der Hand. Habe ich schon ein bisschen was gemacht, deswegen ist ein bisschen Mehl drauf. Und dann legt ihr los. Wenn das eine Masse ist, so wie jetzt, schön durchgerührt, ungefähr 3-4 Minuten lang auf höchster Stufe, dann deckt ihr es einfach zu, diesen Teig. Es sieht jetzt wenig aus, aber das wird bis zum Rand hoch gehen durch die Hefe und durch die Wartezeit. Zusätzlich durch das Wasser, also Mineralwasser mit Kohlensäure. Lässt es 2-3 Stunden stehen und dann
Knete das noch einmal durch oder braucht es auch nicht durchkneten. Macht es eine Backform mit Butter eingestrichen und ja, legt es für 45 Minuten ungefähr in den Ofen. Die Arbeitszeit für dieses einfache Brot sind nicht mal 10 Minuten. Und es schmeckt total lecker und ist gesund. Ihr wisst auf jeden Fall, was ihr esst. Und nicht das gekaufte Brot. Das ist, da weiß man manchmal nicht, was drin steckt. Ja, 500 Gramm Mehl, 500 Milliliter Wasser, ob mit oder ohne Kohlensäure, einen halben Würfel Hefe. Ihr könnt etwas Zucker reinmachen oder ihr könnt auch etwas Körner reinmachen. Das ist euch überlassen, je nach Geschmack. Und lasst es dann einfach mal 2, 3 Stunden stehen. Dann in den Ofen für eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, je nachdem, wie ihr ihn vorgewärmt habt. Und wenn ihr das dann fertig habt, alles, stellt es raus, holt das Brot noch nicht raus, lasst es erst abkühlen. Am nächsten Morgen vielleicht dann. Und dann könnt ihr das Brot rausholen, dann ist es auch getrocknet. Und dann habt ihr ein leckeres Brot, das ungefähr 1 Kilo ist. Ein ganz großes Brot. Viel Spaß beim Backen.